Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Carsten. Sehr geehrter Herr Kameramann, manche Koi mit weißer Grundfärbung besitzen am Anfang noch einen beigefarbenen Kopf. Woran erkenne ich, ob sich der Kopf auch noch weiß färbt oder mit dem Alter Meinung nach immer unattraktiven blassen, blassen Farbton bleibt? Hängt die Farbentwicklung am Kopf auch vom Geschlecht ab? Wäre auch schön, wenn Sie am Becken Beispiele zeigen könnten. Das mit den Beispielen könnte ich Ihnen hier zeigen, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Also, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ein Koi mit weißer Haut, der nicht metallicfarben ist, ist am Kopf und auch am Körper mehr oder weniger transparent, zumindest teiltransparent. Das erkennen wir ganz einfach daran, dass, wenn wir das Schuppenkleid angucken, und die Schuppen überlappen ja in dieser Richtung, dann sieht man ja, diese sogenannte Sashi, diese unscharfe Linie, bevor ein rotes Zeichnungselement losgeht. So, und da liegt eine weiße Schuppe auf einer roten Schuppe drauf und die rote Schuppe strahlt dann quasi durch die weiße hindurch. Das geht ja nur dann, wenn die weiße Schuppe eine Teiltransparenz hat. So, das ist also der Beweis, dass die Farbe weiß auf jungen Fischen, dass die transparent ist. An der Kopfhaut, woher jetzt das Braune genau kommt, kann ich Ihnen nicht sagen, aber es hat auch was mit dieser Transparenz zu tun. Und jetzt müssen Sie sich so ganz einfach merken, ein perfekter Fisch hat eine weiße Haut und die hat er schon als Kind, die hat er schon als Zweijähriger. Die ist also schon perfekt weiß, aber nur dann, wenn er weiblich ist, weil männliche Koi neigen eher zu gelben Häuten. Aber es gibt auch sehr hochwertige Tategoi, gigantisch hochwertige Tategoi unter den Gosanken, die diese, und das ist jetzt nicht gelb, sondern das ist auch nicht beige, das ist Candisfarben, sagt man da dazu. Die haben diese candisfarbenen Kopfhäute. Und diese candisfarbene Kopfhaut wird eigentlich durch zwei Dinge im Leben deutlich besser. Zum einen wird sie heller, wenn der Fisch seine Geschlechtsreife erreicht hat und weiblich ist. Und zum anderen wird sie besser, wenn der Fisch ins Finishing gerät. Finishing ist ja diese Veränderung der Farbe, wo die dann wirklich hochdeckend werden, wo das Weiß wirklich zu deckweiß wird, wo dann auch dieses gerade angesprochene Sashi, diese unscharfe Linie, wo die dann plötzlich verschwindet, wo man dann wirklich ein Zeichnungselement hat, wo nur noch Kiva, also nur noch die Grenze, die man eigentlich vom hinteren Ende an der Zeichnung kennt, die dann wirklich ganz außenrum nur noch scharf ist. So, dann beginnen die Fische ein Weiß zu entwickeln, das wirklich nicht mehr transparent, sondern von hoher Deckkraft ist, zumindest wenn das Finishing mal bei 70-80% ist. Und dann werden auch die Köpfe schneeweiß, also wirklich schneeweiß. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt porzellanigweiß. Wenn sie porzellanigweiß wären, haben die Fische einen Tumor. Da dürfen Sie sich ganz sicher sein. Das ist eine Sache. Am besten ist man damit beraten, wenn man von Anfang an einen Fisch mit einer helleren Kopfhaut kauft und nicht allzu dunkel und auch nicht allzu gelb. Die gelben Kopfhäute von den männlichen Fischen, die gehen in der Regel nie weg. Da kann man machen, was man will. Männliche Fische haben in der Regel sehr viel intensivere Farben und das macht sich natürlich dann auch am Gelb bemerkbar. Aber so ist Koi, das ist eine ewige Geschichte und da kann man sich allein über die Qualität, glaube ich, kann man da 1000 Blogs aufnehmen. In diesem Sinne, danke fürs Interesse und bis zum nächsten Blog.